Betrachtest du Angst als einen Parasit, als einen Feind, als ein Problem und als einen ungebetenen Gast, anstatt als einen verkleideten Freund und als Türöffner? Dann ist das Video genau richtig für dich. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn du in Zukunft mehr zu Themen der Geschäfts- und Persönlichkeitsentwicklung hören willst, dann setze doch gerne ein Like unter das Video, abonniere meinen Kanal. Und schreibe in die Kommentare, was dich sonst für Themen interessieren, die dich weiterbringen, um dich weiterzuentwickeln und den maximalen Erfolg in deinem Leben zu haben. Angst wird von vielen Menschen als Bedrohung wahrgenommen. Es ist eine Emotion der Bedrohung. Und es ist auch ganz verständlich, wenn man bedenkt, dass es laut einer Studie 650 verschiedene Phobien gibt, die Menschen wahrnehmen, die Menschen spüren. Die Ursache dieser Phobien, dieser Ängste liegt meist an Traumata, an Stress, kann auch medikamentös bedingt sein oder aufgrund von Drogen herkommen. Daher ist es ganz wichtig zu verstehen und der Ansatz sollte immer lauten, was ist die Ursache dieser Ängste und was kann ich tun, damit ich diese Ängste loswerde. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich differenziere Ängste eigentlich in zwei Kategorien und zwar zum einen ist es die Verlustangst und die andere ist die Todesangst. Die Todesangst ist die Basisangst. Wir Menschen wollen überleben. Wir wollen in einer Situation nicht uns unserem Wohlbefinden gefährden. Daher werden wir immer uns die Frage stellen, ist die Situation, bringt sie mich weiter oder bringt sie mich nicht weiter? Ob es bewusst ist oder unbewusst ist, es geht immer darauf zurück. Was das Thema Verlust angeht, ist es dann doch immer wieder die Frage, warum habe ich Angst? Was verliere ich dadurch? Verliere ich dadurch wirklich mein Leben oder verliere ich dadurch vielleicht eher meinen Komfort? Weil ich etwas Neuem begegne, weil das Unbekannten. Und diese Konfrontation mit diesem Unbekannten macht das Ganze unheimlich. Dadurch werde ich eben ängstlich, dadurch verkrampft sich vielleicht in was, dadurch verspannt sich in was. Und das gilt es hier aufzulösen. Tja, die Ängste, die du wahrscheinlich kennen wirst, ist vielleicht die Versagensangst, Fehler zu machen, die Angst, Fehler zu machen, weil du dir immer gesagt hast, ich muss gut sein, ich muss perfekt sein, ich muss alles richtig machen. Das wäre die Versagensangst. Zum anderen ist die Angst vor Ablehnung, weil du Angst hast, allein zu sein, weil du Angst hast, nicht zu gefallen, weil du Angst hast, den Leuten vielleicht ein Dorn im Auge zu sein, wenn du nicht so auftrittst, wie es den anderen gefällt. Und die andere Angst ist vielleicht die Angst vor der Zukunft, die Angst vor Neuem, die Angst vor der Ungewissheit, die Angst, ja, etwas zu tun, was du vorher noch nicht getan hast. Die meisten sprechen oder viele sprechen, und das hast du auch sicher auch schon gehört, die Komfortzone zu verlassen. Das heißt, etwas Neuem zu begegnen, auf dich etwas einzulassen, was du vorher vielleicht noch nicht gekannt hast, was komplett deinen Vorstellungen vielleicht widerspricht und du bisher noch nicht damit in Kontakt gegangen bist, weil du dir immer gesagt wirst, nein, mach mal, sei vorsichtig, du kannst es nicht einfach so machen, dich in irgendein Abenteuer zu schmeißen, ohne vorher genau ge geplant zu haben und dir genau überlegt zu haben und die Sicherheit zu haben, dass du auch lebendig unter Anführungsstrichen da wieder rauskommst. Wobei dann wieder bei der Todesangst sind und dir die Frage zu stellen geht, ist es tatsächlich diese Situation lebensgefährlich? Was kann schlimmstenfalls passieren? Mir ging es genauso und ich habe mich auch damit lang beschäftigt und mich lang davon runterziehen lassen, was denn die Ängste mit meinem Leben so machen und dass ich mich eigentlich von meinen Ängsten tragen lasse und ja, dass ich immer in dieser Panik verfallen bin, sobald ich die Kontrolle verloren habe, sobald ich niemanden mehr hatte, der mir helfen konnte, weil ich einfach nicht alleine auf mich gestellt sein konnte, aufgrund dessen, dass ich immer jemanden an meiner Seite hatte, der mich herausgezogen hat.
Was bedeutet, dass ich immer wieder ja, meine Eigenverantwortung abgegeben habe. Es ist aber möglich, diese Angst abzulegen und ich gebe dir jetzt hier ein paar Tipps, mit denen du es machen kannst. Und zwar, der erste Tipp ist, schaffe dir wieder ein Selbstwertgefühl. Verschaffe dir einen Eindruck von dir, einen positiven Eindruck von dir, indem du dir die Fragen stellst, wer bin ich eigentlich? Und was will ich denn eigentlich sein? Denn du darfst nicht vergessen, dass deine aktuelle Gegenwart, deine aktuelle Situation entspricht den Gedanken, deinen Vorstellungen und vielleicht auch Ängste bedingt alles, was du dir in der Vergangenheit ausgedacht hast, alles, was du dir in der Vergangenheit ausgemalt hast, ist heute deine Gegenwart. Daher übernimm die Verantwortung und mach dir Gedanken darüber, was du denn optimalerweise, wie du dann idealerweise dein Leben in Zukunft gestalten willst. Das war der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, schaff dir Ziele an. Ziele bedeutet, leg dir Vorstellungen zu, was du denn genau vom Leben noch haben willst. Wo willst du hingehen? Was willst du haben? Mit wem willst du zusammenleben? Wie willst du sein? Was willst du haben? Wie viel Geld willst du haben? Was willst du beruflich machen? Was willst du für Tätigkeiten ausführen? Mit welchen Menschen wirst du zusammenleben? All diese Ziele, diese Wunschvorstellungen, die auch von deinen Träumen abgeleitet werden können, sollten maximal stark sein. Das heißt, so stark, dass sie stärker sind als deine Ängste. Was nämlich dann passiert ist, dass deine Ziele dich immer wieder daran erinnern, dich immer wieder emotional an dieses positive Gefühl binden, das dich in Angstsituationen, das dich in schwerfälligen Situationen, in schwierigen Situationen immer wieder herausholt, immer wieder motiviert, dich inspiriert, besonders weiterzugehen, deine Ängste zu konfrontieren und stark genug zu sein, um deinen Weg weiterzugehen. Dabei sind wir bei dem wichtigsten Punkt angekommen, der Weg. Du kannst jetzt wissen, was du willst, wer du bist, wo du hin willst. Wenn du dir den Weg aber nicht vorstellen kannst, wenn du keine Idee hast, wie dieser Weg anhand eines Prozesses ausschauen darf, damit du zu deinen Zielen auch kommst, wirst du weiterhin in dieser Angstsituation bleiben. Und darum geht es ja. Es geht darum, die Ängste zu konfrontieren, die Ängste so zu sehen, dass sie auch inspirierend sind, dass sie dich immer wieder drücken und immer wieder dich erinnern, wo noch irgendwelche Themen bei dir sind, was ich schon gesagt habe anfangs, Traumata, die dich berühren, Traumata, die dich immer wieder zurückreißen in deine Opferrolle, geht es darum, diesen Prozess vor die Augen zu haben, diesen Weg, den du gehen kannst, diese Beschäftigung, diese Tätigkeit, die dir Spaß macht, die dich wirklich in die Erfüllung bringt, die dich aufblühen lässt, mit der du dich identifizierst und dadurch kannst du auch, ja, kannst du diese Ängste als Abenteuer sehen. Du kannst ja immer wieder sagen, das sind diese Türöffner, die mich in meiner Weiterentwicklung unterstützen, die mich weiterbringen, anstatt sie ja, abzuwerten und zu dir zu sagen, nein, diese Ängste, die darf ich nicht berühren, das sind diese Grauzonen, das sind diese schwarzen Löcher, wenn ich mich da einmal reinbegebe, dann komme ich nie wieder raus, das ist wie dieser Treibsand, den du vielleicht noch siehst. Nein, solange du dich nicht mit diesen Ängsten beschäftigst, solange du dich nicht diese Ängste berühren lässt und dich damit und der Ursache hinterhergehst und keinen Prozess hast, der dich stark macht, der dich zuversichtlich macht, der diese Sicherheit auch gibt, deinen Weg zu gehen, mit deinen Ängsten ja, Freundschaft zu schließen, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Und das will ich dir hier weiter mitgeben. Sag dir immer wieder, das Leben ist ein Abenteuer. Es darf gegangen werden, es darf gelebt werden und die Ängste können meistens nicht zu dir. Diese 650 Phobien, sind die wirklich menschgemacht? Kommen die vielleicht von außen irgendwo? Und wenn du diesen Ängsten begegnest, dann stell dir auch immer wieder die Frage, sind diese Ängste wirklich lebensgefährlich oder nicht? Und wenn nicht, dann darfst du ihnen vielleicht offener gegenübertreten und dich mit ihnen beschäftigen, um deinen Weg zu gehen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Setze gerne einen Daumen drunter, Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer.
Schreib mir was in die Kommentare, was du zu den Themen Ängsten auch erfahren hast, was für Ängste du auch hast. Und ja, komm, abonniere meinen Kanal, drück auf die Glocke. Ich würde mich freuen, von dir eine Reaktion zu bekommen, damit ich auch weiß, was ich besser machen kann in Zukunft. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und alles Gute auf deinem Weg, deine Ängste zu begegnen. Und sich mit ihnen wirklich zu beschäftigen, weil das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, dich im Leben weiterzuentwickeln und das Leben zu leben, was du verdient hast. Dankeschön.